willkommen, hier ist der Style und willkommen zum ultimativen Wettkampf zwischen mir und dem Großen, der schon wieder lachen muss. Aber wir machen das jetzt hier. Und zwar haben wir uns überlegt, wir machen ein kleines Wettrennen. Und ja, wir befinden uns hier in MW2 auf der Map High Rise. Und jetzt geht's hier los mit der Einführungsrunde. Und ja, der Große sagt auch gerade nochmal Hallöchen. Hallo. Gut. Hast du dich jetzt wieder eingekriegt? Ja, geht. Okay. Also wir sehen jetzt hier die Runde, hier die Leiter bzw. die Treppe hoch und jetzt hier die ganze Zeit auf diesem Boden, Boden rumgelaufen. Dann geht jetzt hier hoch die Leiter, dann über diese zwei Stahlträger und dann hier rechts am Heli vorbei, elegant die Treppe wieder heruntergeschlichen und dann um diese fette Kiste hier rum. Um die, wir nennen sie CK-Kiste. Um die CK-Kiste, genau. Dann hier am steilen Grat, der... Ja, bis jetzt nur vom Kinder-Chris besucht wurde. Da geht's jetzt hier rum, ganz schwierige Ecke. Dann hier, um diesen Tanker. Und jetzt passt auf. Durch das Häuschen hindurch, erst durch die Tür und dann raus aus dem Fenster. Ja, so macht man das als Einbrecher. Und jetzt hier in die Glasscheibe rein. Dann über die Mauer oder drumherum. Und dann sind wir jetzt wieder hier in dem Gebäude. Und dann müssen wir jetzt hier die Treppe runter. Und dann sind wir im roten Labyrinth. Und da muss man sich den Weg durch die gefährlichen... Schlangen und Spinnenbahnen und dann ist man wieder hier am Ziel und dann hat man gewonnen. Und jetzt sehen wir hier auch schon den Kruste in den Startlöchern. Der macht sich jetzt so ein bisschen warm und ja, wie sind denn nach hier deine Eindrücke von dem Rennen? Ja, also das Rennen, das wird super spannend verlaufen, habe ich das Gefühl. Also, das ist an Spannung kaum zu überbieten. Formel 1 kann da einpacken, also genau. Das werden wir alles übernehmen. Und hast du noch so einen Tipp für die Zuschauer bzw. für die anderen, die sich ja auch mal warm machen möchten? Was machst du da immer so als Übung? Also ich, wenn ich jetzt der Call of Duty Charakter wäre, würde ich erstmal den Boden teabaggen, weil mein Penis so lang ist, dass er schon in der Hocke den Boden berührt. Das tut nämlich so weh, dass du einfach losrennen musst. Das ist eine gute Einstellung. Und wir sind jetzt hier gerade um die CK-Kiste rumrennen und jetzt sind wir hier am gefährlichen Kinder-Chris-Part. Und den meisterst du einwandfrei hier schön um den Tanker herum. Und jetzt geht's ja auch schon durch dieses Einbrecherhaus. Und gleich brichst du die Glasscheiben mit deinem Arsch durch und rennst hier durch das Haus, springst die Treppe runter und zack, im roten Labyrinth hier die Erstschlange und die Spinne auch. Und zack, 42,11 Säcke. Was sagst du dazu? Ja, also 42,11 Säcke ist ein bisschen viel, aber ich habe nur die Hoffnung, dass du etwas langsamer sein wirst. Ja, das werden wir jetzt genau sehen. Wir sehen mich jetzt hier in den Startlöchern. Ich mache mich ebenfalls warm mit ein paar Magic Trick Shots. Ja, so bin ich eben. Und jetzt geht's ja auch los mit der M9, mit dem Taktikmesser. Und da rennt er auch schon, der Styler. Schön die Treppe hoch. Und ja, meine Frage an dich nochmal. Hat es Spaß gemacht, ein Rennen gegen den ultimativen Styler zu machen? Das Rennen, das hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht, weil du mich so übelst abgezogen hast. Ich musste immer schreien, lauf Styler, lauf du Schlampe, weil du hast gesagt, du willst mich nicht demütigen, aber ja, wird man ja sehen, was das draus geworden ist. Genau, und jetzt bin ich auch hier schon gerade am Kinder-Chris-Part vorbeigelaufen. Super gemeistert übrigens. Und ich will jetzt vom Krust nochmal hören, Kinder-Chris. Kinder-Chris. Jawoll. Und jetzt geht ihr im Haus die Treppe runter durch diesen gefährlichen Labyrinth. Oh mein Gott. Da kommt der Pedo her. Und zack, 43,24 Säcke. Was war denn da los, Styler? Na, du wolltest mich gewinnen lassen. Ja, stimmt. Das steht 1-0 für dich und wir werden im nächsten Rennen in MW3 sehen, wer wirklich das Talent hat. Fick dich. Ciao. Tschüss.